Hallo und herzlich willkommen zum Review des Samsung Galaxy A3 2016. Was das Low-Budget-Smartphone von Samsung kann, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir fangen mal ganz von vorne an, und zwar bei der Hardware. Zu den verfügbaren Farben gibt es nicht sehr viel zu sagen, außer dass diese mir sehr gut gefallen haben. Man kann zwischen einer komplett schwarzen, einer goldenen oder pinken oder wie man in Fachkreisen sagt, rosé-golden Variante wählen. Das ist schon mal eine Farbe mehr, als Apple ihr iPhone 6s verkauft. Sehr gut gefallen haben mir auch die obere und untere und die beiden seitlichen Flächen gefallen. Diese sind sehr schön verarbeitet, fühlen sich in der Hand angenehm an und sehen mega cool aus. Da muss sich Apple warm anziehen. Wenn du eine Nachricht bekommst, dann gibt das Galaxy entweder einen Ton oder eine Vibration von sich. Was mich gestört hat, dass die Vibration so laut ist. Das ist bei der Apple Watch viel leiser. Mit den verfügbaren Klingeltönen war ich eigentlich relativ zufrieden. Machen wir mit der Software weiter. Fangen wir beim Sperrbildschirm an. Dort kann man zwischen 5 Optionen wählen, die da wären Streichen, Muster, PIN, Passwort und keine Sperre. Leider wurde beim A3 der Fingerabdrucksensor weggelassen, obwohl er beim A5 mit dabei ist, und das ist schade. Mit den verfügbaren Apps im Google Play Store bin ich relativ gut ausgekommen. Viele Apps zum Video bearbeiten, aber leider, etwas anderes habe ich auch nicht erwartet, kein iMovie, das Videobearbeitungsprogramm von Apple, hat mir gefehlt. Ich habe mich gefreut, dass die Samsung-Kopfhörer mit dem Lieferumfang mit enthalten waren, auch wenn die Kopfhörer ziemlich schlecht sind. Weiter mit der Kamera. Mit dieser bin ich eigentlich sehr zufrieden gewesen, da sie mit 13 Megapixeln auflöst. Man kann mit ihr fast alles machen, was man will. Du kannst zoomen, Selbstauslöser und Filter anwenden. Das ist jetzt nicht so viel, aber für eine Smartphone-Kamera eine ganze Menge. Sogar solche Spiele wie Asphalt 8 laufen auf dem A3 perfekt und flüssig. Und die Auflösung des Displays hat mir ebenfalls gefallen. Telefonate klappen auch super. Wahrscheinlich hängt das auch sehr stark vom Netzbetreiber ab. Aber mal ehrlich, wenn es nicht gut geklappt hätte, dann wäre es ja auch kein Handy. Apps lassen sich gut aus dem Google Play Store installieren. YouTube kann man auch gut schauen und die meisten Apps laufen auf dem Quad-Core-Prozessor gut. Was machst du gerade? Ich unterhalte mich mit dir und versuche, deine Fragen zu beantworten. S-Voice, die Sprachassistentin von Samsung, gibt jetzt auch lustige Antworten und kann alltägliche Fragen beantworten. Was ich cool fand, im neuen Galaxy A3 ist sogar eine Radio-App und diese funktioniert nicht etwa übers Internet, sondern wirklich über eine Antenne, die im Smartphone installiert ist. Das war die überarbeitete Version des Samsung-Liedes Over the Horizon, naja, was auf dem Smartphone schon vorinstalliert war. Ja, aber das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video und aus meinem anderen Kanal fahre ich am Samstag alleine mit dem Fernbus nur mit einem Smartphone und ein bisschen Vorbereitung nach Nürnberg. Das Video kommt am Samstagabend auf meinem anderen Kanal. Also schaut doch mal vorbei, Link ist unten in der Videobeschreibung. Das war's jetzt mit dem Review des Samsung Galaxy A3. Wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, ciao.